Cube, hallo Zocker, hallo Racer, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Dirt Rally. Wir gehen zurück hier in unsere Meisterschaft, unsere Rally Elite Meisterschaft. Warum ist das hier schon wieder neu? Gab es schon wieder was Neues? Habe ich irgendwas verpasst? Wiederaufnahme und wir machen weiter hier mit unserer Monaco Monte Carlo Rally. Zwei Etappen haben wir noch vor uns. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich fange ja wieder bei Null an. So, Asphalt 98%, 1% Eis, 1% Schnee. Heißt, die meiste Zeit fahren wir hier im Trocknen durch die Gegend und das ist gut so. So, Fahrzeug reparieren. Eieiei, haben wir ein bisschen kaputt gemacht beim letzten Mal. Sieht nicht mehr so fit aus, das gute Stück. Eieiei, das wird eng, das wird eng, das wird ganz eng. Boah, für zwei Etappen eigentlich müssten wir es durchziehen, aber 2:30 verlieren. Ist hardcore 2:30 zu verlieren. Ich versuche mal überall ein bisschen was wegzunehmen in der Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen drunter zu kommen. So, 32 Sekunden wegnehmen. Das macht nicht so wirklich Sinn. Das sieht gut aus. So, wir verlieren 7 Sekunden. Passt. Gut, so, dann mal rein hier in die Etappe. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. 5, 4, 3, 2, 1, links 5. Bis 3 über und ab geht er. Rechts 1 lang, macht auf. 100 über Kuppe. Links 5 lang, macht zu bis 4, 60. Rechts 4 lang, 130 über Kuppe. Das Interessante ist, ihr könnt das leider nicht sehen, aber das Interessante ist hier mit meinem Force Feedback Update, das fühlt sich so geil an im Lenkrad. Du meinst wirklich hier das Lenkrad, das reagiert auf die Bodenwellen. Das Auto bleibt gerade, aber du merkst das in der Lenkung, was hier abgeht. Das sieht glatt aus oder nass aus. Wow, leicht die Wand geschraubt. Links 5, Kuppel 80 und links 3, halblang, 100 durch Tunnel. Rechts 4, macht zu über Welle. Rechts 6. Links 6. Wieder leicht die Wand geschraubt. Sofort kehre links. In links 6. In kehre rechts halblang. Das sieht auch spiegelig aus. Links 4, 60 über Kuppe. Rechts 5 macht zu bis 4. In links 3 macht auf. Rechts 5. In Achtung, links 5. Rechts 1 lang, nicht schneiden. In links 3 lang, 100. Rechts 3, in rechts 3, über Kuppe, 60. Rechts 4, 60. Links 1 lang. In rechts 4 lang. Und links 5 lang. Es war nicht gut, in der Kurve nochmal einen Fuß vom Gas nehmen zu müssen. Ist meistens nicht gut. Links 5 lang über Kuppe. In links 6 halb lang. Rechts 5, 60. Rechts 6, sofort kehren links. Wow, wow, wow. Ja, wir sind angeschlagen leicht. Und hier gibt es Eisplatten. Das wird auch interessant. Aber die müssten eigentlich schon rum sein, weil 1% Eisplatten. So, da bin ich wieder. Meine Fresse, ey. Ich habe ein Programm drauf, ein Service-Tool, was mir eigentlich helfen soll, dass mein Rechner schneller läuft. Macht einfach mal ein Update-Bildschirm auf und schmeißt mich hier aus dem Spiel. Könnte ich gerade schon wieder Zustände kriegen. Wisst ihr, wenn ich Service-Software verkaufe, Service-Software, was dem User helfen soll, dass er ohne Probleme seinen Rechner nutzen kann. Warum mache ich dann so einen Scheiß, wie das alles beendet wird und meine Update-Meldung eingeblendet wird? Kann man das mal ein Mensch verraten? Das ist doch
Nichts gegen das Update, ja? Aber ich habe keinen Bock mehr auf die Software, weil sie mich immer aus den Spielen rauswirft. Der verkauft seine Software an mich nicht mehr. Das ist das Problem. So, Fünfter sind wir geworden. 13 Sekunden Rückstand. Bester Audi Sport Quattro auf dieser Rallye. Interessant. Also auf diesem Abschnitt zumindest waren wir der beste Audi Sport Quattro. Und da verlieren einige. Koppel ist ja ausgeschieden schon. Martinelli, Bremsflüssigkeit kocht. Teilweise Schadensbehebung, teilweise Schadensbehebung. Deshalb 3 Minuten Rückstand. Die haben wohl ein bisschen länger repariert mit ihren Audis. Und dann haben wir hier noch einen, der hat die Geometrie verbogen. Es ist interessant, ne? Also wir schaffen es hier praktisch schon fast durch Stabilität, uns langsam nach oben zu kämpfen. So, jetzt geht's aber rein in die letzte Etappe. Und diese letzte Etappe, die wird interessant. Da geht's um vieles. Also wenn wir es schaffen, irgendwie hier noch ja, ein bisschen schneller zu sein, als wir das normalerweise sind, dann hätten wir gute Chancen, uns vielleicht noch ein bisschen nach vorne zu schieben. Ich bin mal gespannt. So. Aber ich glaube nicht dran. Aber wir gucken mal. So, schnell Uhr, schnell lenken. Wollte ich gerade sagen. Links halten, über Kuppe. In rechts 6 lang, Achtung, 100 bergauf. Kehre rechts. Seit ich Fausing angemacht habe, ruckelt's wieder. Das ist so kurios. Links 6, 80. Links 6, über 100. Ich habe sowieso massiv Probleme. Ich weiß nicht, also ich nehme ja mit einer Elgato auf. Das heißt, ich, mein Rechner, der ist mit der Aufnahme überhaupt nicht belastet. Rechts 6 und links 3. Aber das alles fließt natürlich über einen USB-Controller auf meine externe Platte. Und ich glaube langsam, dass das durchaus ein Problem darstellt, auch wenn es eine USB 3.0 Platte ist. Weil ich habe natürlich auch das Lenkrad an USB und noch eine Festplatte an USB und Maus und Tastatur an USB. Das heißt, USB ist schon böse ausgelastet. Und links 6 und rechts 3, macht zu bis 2, außenhalten. Links 5, über Kuppe. Und rechts 3, 60. Achtung, links 6, über 80, macht zu, fehle links. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe auf die Zeit geguckt. Die Zeit muss mir egal sein, bis ich im Ziel bin. In links 4. Rechts 6, 60, Kuppe. Links 6, links 4, im Tunnel 80. Rechts 6 lang, 60, Kuppe. In rechts 5. In links 4 lang, 60. Rechts 6, in links 3 lang, macht auf und macht zu. Rechts 4. Und rechts 3 halb lang. Und rechts 4, 120, Kuppe. Wow! Und links 5 lang, 100. Ein Schlag durch Vollgas verhindert. 60, links 3 lang, 60. Rechts 3 lang, 120. Wow! Das ist die letzte Etappe, scheiß drauf. Wird Motorbremse, da wird Bremse, da wird alles genutzt und im Zweifelsfall auch in die Mauer gefahren. Boah. Ja, leider alles rot, aber ich glaube, wir haben 5 Sekunden, kann das sein? 9 Sekunden, alter Schwede, ey. Ja, M. Schneider schlägt uns mit 5 Sekunden. Ich dachte, wir wären näher dran. So, jetzt bin ich gespannt, was das in der Abrechnung bedeutet. Wir sind immer noch 5 da. Und ja, das war nicht gut. 2 Minuten 17, wir haben 1 Minute Vorsprung vom 6-Platzierten. Aber wir haben auch, ja, knapp 40 Minuten Rückstand auf Ruiz, der vor uns ist, mit einem MG Metro 6R4. Was ist denn ein MG Metro 6R4? Ich weiß es gerade nicht. So, wir kriegen 128.500 Credits und 27.800 Prämie, Reparaturkosten von 8.153.
Obwohl gar nicht viel kaputt gegangen ist, waren halt viele Etappen, sagen wir es mal so. Erweitertes Setup fürs Fahrzeug freigeschaltet, Turbo Upgrade 1 70% freigeschaltet. Das heißt also, wir kriegen das Auto relativ schnell entwickelt, weil wir viele, viele Etappen fahren. Und das ist ja auch was. So, wir sind Fünfter, wir kriegen 10 Punkte in der Meisterschaft. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Was ist der zweite oder die zweite Meisterschaft? Das ist Wales. Wir lieben Wales, nämlich gar nicht. Und dort geht es direkt los hier mit Pant Mavr. Ich kann es gar nicht aussprechen. Pant Mavr. Ist bestimmt walisisch. Das ist nicht meine Welt. Sagen wir es einfach mal so. So, wir fahren jetzt hier zwei Etappen. Und dann haben wir wieder vier Etappen gefahren. Und dann geht es beim nächsten Mal auf der dritten weiter. So, wir sind hier mittags bewölkt. Es gibt viel Schotter. Man sieht's. Viel Gras und viel Schotter. Maven, kommt gerade vor, als ob ich hier von irgendeinem... wie soll ich das am besten erklären? Von so einem... Ja, wenn man es genau nimmt... Man könnte denken, ich rede von einem Drogendealer, ne? Viel Gras und viel Schotter. Das ist unglaublich. So, genug Blödsinn erzählt. Wir gehen rein auf die Etappe. Erste Etappe. Da ist er, unser Audi. Und er hat jetzt ein paar Upgrades gekriegt. Und ich hoffe, wir merken die auch. Und ich hoffe, da geht auch was voran jetzt. 3, 2, 1, start. 40, rechts 2, 4 bis 1, bergab. In links 4, sofort 90 Grad rechts, 60. Es geht was, wir haben gleich Probleme hier mit dem Handling. Alter! In links 2, mach zu bis 1. In rechts 4 lang. Treffer! Aua! Und jetzt setzen wir auf. Falscher Knopf. Was ein Scheiß, ey. Der rutscht auf Schotter hier, aber auch bin ich nicht gewohnt. Ich bin gerade Monaco gefahren, auf Asphalt. Ich kriege hier keine Kurven mehr. Ganz anderer Fahrstil, den du hier an den Tag legen musst. Und dann schlage ich da direkt ein in so blöde Stämme, die da stehen. In links 3 verengt sich 40. Rechts 6. In links 5 rechts halten über Kuppe. Links 5 rechts halten über Kuppe. Links 6 lang, in rechts 6 links halten über Kuppe. Alter, komm doch mal rum, Auto. Bist ein Allrad, fährst wie Scheiße auf Schotter. Eigentlich ist Allrad doch top für Rallye-Fahrzeuge. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum das Auto hier so Probleme hat. Ist wahrscheinlich nicht richtig eingestellt für Schotter. Ja, klar, und der Zaun gibt nach und wir machen beinahe einen Abflug und Pfeiler gerade noch ausweichen können. Holla, die Waldfee. Boah, was war denn... Was war denn das bitte? Ich bin von der Welle abgehoben, irgendwie ganz komisch aufgekommen und dann hat es mein Auto, ja, überrollt. In links 5 halb lang, 100. Oh 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 oh. Links 6 in rechts 3 lang, mittig bleiben, Baumstämme außen. Und links 6 in rechts 6, links 6. 40, 90 Grad links. Oh oh. In rechts 5 über 130. Kehre rechts. In links 6, 60.
Richtung, links 3 hängt nach außen, nicht schneiden. Ich glaube, mein Auto ist ziemlich massiv beschädigt. So wie das sich anfühlt. Boah, Alter! Es ist aber auch null Grip hier auf dem Schotter, aber so null. Und links 4 lang über Kuppe. Man, klar, ist Schotter, da hast du keinen Grip, aber normal, es gibt doch so Schotterreifen, die dann ein bisschen besser greifen. Links 6, in Achtung, rechts 2, macht zu bis 1. Hast ja hier echt das Gefühl, so, du trittst auf die Bremse und dann geht. Keine Chance, dass du stehen bleibst. Bis zu. Ja, habe ich nochmal gebremst. Guckt euch mal mein Auto an, ey. Motorhaube eingedrückt, alles verbogen, alles krumm, alles schief. Wir sind 15. mit 1 Minute 18 Rückstand. Es gibt nur noch einen hinter uns, der hat einen Getriebeschaden gehabt. Das ist erschreckend, ey. Das ist wieder, wir sind wieder auf Schotter unterwegs. Jetzt müssen wir mit diesem Auto, oh Gott, mit dem Auto müssen wir noch die 2. Etappe fahren. Wir können den nicht mehr reparieren dazwischen. Das ist das Schlimme. Und das ist Firme Wüt Reserve. Reverse, Entschuldigung. Firm Wind. Oh Gott. Entschuldigung, aber walisisch rede ich nicht. So. Firm Wind. Egal, wir fahren's. Oh, Scheiße. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Und links 4, Baumstämme innen, nach auf lang 80. Achtung, Bremsen, Kuppel, kehre rechts. 80. Kuppel, ich krieg die Kurve nicht. Ich krieg die Kurve nicht. Kuppel in links 5 innen halten. Ich setze da aber auch rechts irgendwie das, weil das Auto kaputt ist. Ich glaube, das setzt irgendwas auf. Rechts 5 über Kuppel, mach zu bis 4. Da stimmt irgendwas nicht. So als ob der das Rad an den Radkasten schlägt, nicht richtig einfedert und dann das Fahrverhalten sich massiv dadurch natürlich verändert. Rechts 6 über Kuppel, 150 durch Senke. Links 6 halt lang, Kuppel und Achtung bremsen, links halten über Kuppel im rechten. Ihr hört's ja. Das tut Schläge, wenn der aufsetzt. Rechts 5 und rechts 5 über Kuppel, über 100 durch Senke. Mittig halten über Kuppel und Ton 100. Achtung, links halten über Kuppel, vielleicht Sprung. Mittig halten über großen Sprung. Und Kuppel in rechts 6, Kuppel 100 durch 6 Posten. Ihr habt's gehört. Ja, komm, geh rum. Nicht andauernd hier im Zaun. Ihr habt's gehört, wie massiv das Auto scheinbar auch aufsetzt zurzeit. Der ist total im Arsch. Das ist jetzt kein Spaß. Links halten über lange Kuppel, rechts 5 lang. Innen halten in links 6 über Kuppel 100. Ah, ich krieg ihn nicht kontrolliert, ey. Ich versuch alles. Er springt nach außen zu den Bäumen, als wäre ein Magnet im Baum eingebaut. Links 2 lang, macht zu bis 1. In rechts 2, nicht schneiden. Links halten das, über der verkraftet keine Bodenwelle mehr. Rechts 6, innen halten. Achtung, hängt. Links 4. Ja, der verkraftet keine Bodenwelle mehr. Da geht nichts mehr hier. Hier, wow. Rechts 6 durch Posten. 100 durch Posten, links halten über lange Kuppel. Achtung, bremsen. 150 über Kreuzung, offene Kehre links. Rechts 2, macht zu bis 1. Achtung, Tor am Ausgang. In rechts 6 lang, innen halten. Links 6 über Welle und rechts 6 über Kuppel. Und Achtung, links 4 lang, Baumstämme. Der federt nicht mehr. Der schlägt die ganze Zeit mit irgendwas, schlägt er die ganze Zeit auf den Boden auf. Bei jeder Welle schlägt er auf. Das Auto wird unkontrollierbar. Den habe ich richtig kaputt gemacht. Boah, ich bin froh, wenn wir am Ziel sind. Ich will das Auto mal sehen von außen. Der sieht mit Sicherheit nicht gut aus. Links 5 über Kuppel 60. Rechts 6, 100, mittig halten über Kuppel, vielleicht Sprung. Boah, wir verlieren viel Zeit auf den ersten 2 Etappen. Rechts halten über Kuppel 80, links halten über Kuppel. Achtung, bremsen.
100, rechts 4 bergab. Links 6 durch Senke. Das Kühlwasser wird mir auch schon angezeigt. Wird mich nicht wundern, wenn wir auf dieser Rallye ausfallen. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwie die Deutschland-Rallye auch noch mit dabei haben, aber wir haben wohl nur drei Events. Und drei Events wird eigentlich dafür sprechen, dass es keine Deutschland-Rallye gibt. Es kann sein, weil wir diesen Event hier gestartet haben oder diese Rallye gestartet haben, bevor Deutschland reingepatcht wurde. Und seht ihr, was ich meine? Da vorne das Vorderrad. Ich glaube, das setzt auf. Alter, 12, da 50 Sekunden Rückstand. Ja, noch einer. Schaden am Rad. Hm, Getriebeschaden ausgefallen, Schaden am Rad ausgefallen. Trifft sich natürlich gut für uns, dass andere noch größere Probleme haben. Für uns ist es auf jeden Fall ein Horrortrip. Hier 2 Minuten 16 starten wir in die Rallye mit Rückstand. Alter Schwede. So, und ich hoffe, wir können jetzt reparieren. Einfach, müssen wir noch eine Etappe fahren. Ich kann es dann auch nicht ändern. Waren jetzt lauter kurze Etappen irgendwie. Ich bin sogar am überlegen, wenn das auch noch eine kurze ist, ob wir... Aber nee, das macht keinen Sinn, dass wir die noch fahren. Obwohl es scheinbar auch eine kurze ist. Ein Blick ins... Oh, nicht gut. Die Räder sind richtig beschädigt. Der Kühler ist richtig beschädigt. Der Auspuff ist richtig beschädigt. Ja, das wird auf jeden Fall interessant, wird das werden. So, ich speichere mal, sag an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich grottenschlecht in Wales gestartet bin. Ich hoffe, wir kriegen das über die anderen 8 Etappen noch irgendwie wieder reingefahren. Aber 2 Minuten zu verlieren und das direkt in den ersten beiden Etappen ist natürlich kein gutes Zeichen für diese Rallye. Aber darum merkt man auch Wales, das liegt mir überhaupt nicht. Und eigentlich müsste ich das mal trainieren, auf Schotter zu fahren, damit ich das mal hinkriege. Aber irgendwie will es nicht. Keine Ahnung. Wir kamen natürlich auch von 2 puren Asphaltstrecken direkt auf die Schotterstrecke und das hat mich scheinbar ein bisschen überfordert. So schnell war ich dann doch nicht im Umstellen. Gut, ich bin jetzt mal erstmal raus, sag danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt, Nick Frey zockt Dirt Rally, dann geht's hier weiter in der Karriere. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.